Freunde und Friteusen, willkommen. Oh, psst, psst, psst. Nicht allzu laut, das Spiel scheint noch zu schlafen. So ganz ohne Musik und ohne Sound. Wahrscheinlich hat das runtergedreht, damit ihn niemand aufweckt. Willkommen zu Legend of Neues Spiel, Spiel laden, Spiel beenden. So ziemlich mein liebstes Spiel aus der alten Generation. Nein, ich hab keine Ahnung, was dieses Spiel genau ist, was es von mir möchte, warum es so in mein Portemonnaie schielt. Nimm die Augen daraus. Legend of Neues Spiel, Spiel laden, Spiel beenden. Ein Spiel von, ich weiß es nicht wirklich, es steht in der Spiele- und auch in der Videobeschreibung. Ist alles verlinkt. Informiert euch einfach mal über die Infos, die ich bereitstelle. Ein altes Spiel. Ich schätze mal, es ist ein altes Spiel, denn es stammt aus dem RPG-Maker-Quartier und das, was man da so findet, das ist in der Regel halt wirklich alt. Es müsste eigentlich allzu langes Spiel sein mit seinen 80 Maps und das ist ja perfekt, denn wir brauchen auch mal ein bisschen Abwechslung von Wolfenhain und daher nehme ich mir mal was Wolfenhain-Fremdes daher, welches halt Legend of Neues Spiel, Spiel laden, Spiel beenden ist. Ein Spiel von, weiß ich nicht, steht in der Beschreibung. Ich weiß auch nicht, ob ich es durchspielen werde oder ob ich es eher sein lasse, je nachdem, wie sich das Spiel präsentieren wird. Es gibt nämlich auch sehr, ich sag jetzt mal nicht peinliche Titel, fremdschämende Titel wären auch noch okay, aber Spiele, die es einfach nicht verdienen, dass man sie durchspielt, zum Beispiel Fun Games mit einem gewissen Grundniveau, das nicht erreicht wird, die spielt man normalerweise nicht durch, aber vielleicht ist es ja ganz lustig, das hier durchzuspielen, vielleicht ist es ganz angenehm, vielleicht ist es ja ein seichter Trip, den man gerne mal zum Mecker macht. Und den man auch gerne mal beschreitet, weil er so unglaublich angenehm ist. Vielleicht ist es aber auch super nervig und super seltsam wie eine Achterbahnfahrt auf Reißzwecken. Ich weiß es nicht, wir wissen es nicht. Wir gucken einfach mal rein in Legend of... Neues Spiel, Spiel laden, Spiel beenden, wo das oft ziemlich zentriert ist und präsentiert wird. Denn das Spiel heißt ja anscheinend off, aber es gibt ja schon ein Spiel, das off heißt. Also lassen wir das mal besser weg. Wir fangen einfach mal an, ne? Dann habe ich auch genug geredet und dann sehen wir auch mal was vom Spiel. Auf geht's! Hey, da war ein Soundeffekt. God's Army of Destiny. D.A.D. Also ich finde es ja total albern, seinen Namen abzukürzen. Nicht wahr, MG? Vor sehr, sehr langer Zeit. Hab ich den Donner mitgebracht. Gab es ein Land? In dem eine Legende den Donner mitbringt. Ist es Thor? Wahr wurde! Das ist ein Wort. Legend of Stilles Tiara. Bin ich Tiara? Bist du Tiara? Wer von uns war Tiara? Und da sind wir auch schon hier. In der Vorgeschichte. Na dann erzähl mir mal was. Ja. Ach so, ja, also Geschichten haben normalerweise so den Anspruch, dass auch was erzählt wurde, aber vielleicht ist das ja eine spielbare Vorgeschichte. Also wir sehen schon mal, RTP wird benutzt. Ist eher unüblich zu heutiger Zeit, damals allerdings nicht ganz so unüblich. Wie alt ist dieses Spiel? Wir haben ein Menü, wir heißen Ryu, das ist der kreativste aller Protagonistennamen, den habe ich ja noch nie gehört. Aber es ist zumindest nicht Klaus oder Marlex oder Grandy. Grandy ist ein guter Name, aber man kopiert ja auch gerne mal Namen bekannter Spiele. Haben keine Fertigkeiten, wie es aussieht, haben keine Ausrüstung, das ist ja auch gut so, wir sind ja auch ein Kind, was haben wir denn mit Ausrüstung, außer vielleicht einer Latzhose. Angriff 1, Verteidigung 1, ja, das ist völlig okay, wir sind ja auch ein Kind, haben einen Intelligenzquotienten von 20, das kommt mir sehr bekannt vor, ich nämlich auch, und dann kann es eigentlich mal schon hier losgehen. Bei der seltsamsten und höchsten Treppe der Weltgeschichte. Ja, wenn da das Kind runterpurzelt, na, dann haben die Eltern aber so richtig Ärger am Hals. Hi, Mom, glaube ich. Guten Morgen, Ryu. Hast du gut geschlafen, Schatz? Nein, ja schon, aber ich bin die Treppe runtergefallen. Dein Vater ist schon früh in den Wald gegangen. Er wollte sich dort... Sprich weiter. Mit jemandem treffen. Er hat dir einen Brief dagelassen. Hier, nimm. Ich kann nicht lesen. Es geht ja nur darum, dass du den Brief hast. Brief erhalten.
Ach ja, hier ist dein Taschengeld. Und Sonnenlicht auf dem Bildschirm, ich sehe einen Scheißdreck. So, Problem behoben. Wozu hat man denn Rouladen? Ich meine Rollläden. Ich meine, das ist es ja nicht mal. Ach, ich bin so ein DDR-Kind. Hier ist dein Taschengeld. 10 Goldmünzen erhalten oder GM. Danke, sonst noch was? Bring mir das Amulett, wenn du es hast. Bis dann. Welches Amulett? Wovon sprichst du denn, Mutter? Brief von Dad. Rio, bitte besorge mir das Amulett von Eloy. Ciao. Ist mir bekannt, wo das ist? Liegt das zu Hause? Muss ich erst die 7 Todesdrachen der Zerstörung vernichten, damit ich da herankomme? Es muss sich wohl still darauf geeinigt worden sein, dass wir wissen, wo das ist. Aha, ich dachte es mir doch, irgendwann, früher oder später, fängt der Stilmix an und wir haben noch immer keine Musik. Vielleicht spiele ich selber mal was ein, um das Spiel aufzuwerten, und zwar genau jetzt. Was war das? Aktmuseum. Sag mir nicht, dass es das ist, was ich denke, dass es ist. Und tschüss. Tja, wie es aussieht, wird das eventuell doch ein angespielt. Das ist eine verschlossene Tür. Was zur Hölle ist das für ein Geräusch? Acker. Wieso muss hier alles mit Ack anfangen? Aktmuseum, Acker. Ach. Stör mich nicht. Ich bin gerade dabei. Wo kommt das her? Wer ist denn das? Hey Kleiner, stör mich nicht bei der Arbeit. Ich bin dabei, nach links und rechts zu laufen und absolut nichts anzubauen. Na, vielleicht sind es ja noch Samen. Die kleinen Körnchen, die wachsen vielleicht noch. So, wer macht dieses Geräusch? Wer vergewaltigt gerade hier irgendwas? Geilt sich gerade jemand am Aktmuseum auf? Ich finde dich noch, du Unhold. Hier sind lauter Schilder. Friedhof. Na, wenigstens ist alles ausgeschildert, denn die Einheimischen kennen sich ja nicht aus. Hier in so einem Dorf, aber vielleicht werden die gerade alle ziemlich modern. Die Industrialisierung geht gerade los. Hat auch jeder einen Schornstein. Hier sind quasi auch schon Reihenbauten. Das wirkt schon alles relativ modern. Ja, doch. Schuppen. Man muss nämlich extra nochmal einen Schuppen kennzeichnen. Verschlossen. Gut, dass er existiert. Die besten Waren nur bei Eloy Jenk in Lorand. Na, dann schauen wir mal rein. Vielleicht ist da das Amulett von Schieß mich tot. Kleiner. Du willst also ein Amulett kaufen. Muss das Amulett des Drachen sein? Nein, eigentlich nicht. Das Amulett ist Schieß mich tot. 45 GM, falls du nicht genug Gold hast, solltest du mal zum großen Krater hochgehen. Da liegt ja so viel Zeugs rum. Aber besorg dir erst einmal etwas, womit du dich gegen mögliche Dinge verteidigen kannst. Igitt, Dinge. Ich hasse es, wenn mich Dinge anspringen. Zum Beispiel, was finde ich hier gerade so auf meinem Tisch? Taschentuchpackungen, oh nein! Außerdem verkaufe ich die besten Statuen in der Gegend. Darf ich den Brief nochmal lesen? Das Amulett von Eloy. Nee, sorry, ich brauche kein Amulett des Drachen. Könnte aber auch ein Spitzname sein. Hier kommuniziert ja niemand. Hier muss ich mir meine eigene Geschichte spinnen. Mein eigenes Worldbuilding. Wozu ich auch schon mal einen Game Developer, nee, Quatsch. Einen Spielgedanken... Ach, ihr seid das. Spielgedankenplatz. Ja, jetzt habe ich alles durcheinander gebracht. Einen Spielgedankenblock geschrieben habe. Der Kinderspielplatz. Wir spielen Rambock. Wir spielen Widder. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ein Tag- und Nachtsystem. Und zwar nicht so ein Tag- und Nachtsystem, wo man noch sieht, wo man hinläuft, sondern... ein Sonnenfinsternis-Tag- und Nachtsystem. Ich sehe absolut nichts. Aber vielleicht kann man hier die Zeit wieder umstellen, wenn man übernachtet. Ich weiß ja nicht. Es wäre vielleicht auch sinnig, wir haben es ja schon probiert. Wir haben ja schon probiert, zu Hause zu übernachten. Vielleicht kann man die Zeit ja hier vorandrehen. Du bist noch zu jung, um hier alleine zu übernachten. In deinem eigenen Dorf. Aber wenigstens hat es der Steller hinbekommen, dass es drin eben nicht so dunkel ist wie draußen. Ich sehe so gut wie gar nichts. Ich hatte vorhin noch ein Problem, dass mir Licht auf den Monitor schien. Jetzt habe ich ganz andere Probleme. Super, also müssen wir mit dem Tag- und Nachtsystem halt leben. Ich hoffe nur, es erfüllt irgendeinen Zweck. Irgendeinen.
Sagen wir mal, irgendwelche Werte werden zu Tagesbeginn wieder resettet. Zum Beispiel bekommen wir mal wieder Taschengeld, weil es jeden Tag Taschengeld zu geben hat, sage ich jetzt mal so. Hallöchen, liebe Betende und Bettelnde. Na, ich bin es, Kind namens Ryu, na? Ich glaube, Eloy sollte beichten. Er wuchert in seinem Laden viel zu sehr. Ach so! Jetzt verstehe ich das erst. Das Amulett von Eloy. Ich soll mir also irgendein Amulett, also das Amulett, ihr wisst schon, welches Amulett, das muss der Vater erst gar nicht kommunizieren. Es ist klar, welches Amulett er meint. Das Amulett, das in dem Besitz von Eloy ist, sollen wir uns holen. Das klingt wie so ein Eigenname. Bring mir das Amulett von Eloy. Das klingt doch auch nicht mal wirklich wie ein Vorname, selbst wenn er existiert. Und wenn ja, ist er nicht sehr gebräuchlich. Sie scheint zu beten. Wir hatten mal einen Beichtstuhl, bevor du auf die Welt kamst. Aber dann kamst du auf die Welt und hast ihn aufgegessen. Aber in diesem Dorf sündigt niemand, deshalb haben wir ihn verbrannt. Was? Wir hatten mal einen Beichtstuhl, bevor du auf die Welt kamst. Es hat also nichts mit meiner Geburt zu tun. Gut, das ist nur, damit ich es zeitlich einordnen kann. Aber in diesem Dorf sündigt niemand, deshalb haben wir ihn verbrannt. Nicht mal so kleine Sünden, die sowieso das Leben bestraft? Was ist in dieser Welt überhaupt eine Sünde? Ich glaube jetzt mal nicht, dass es die christlichen Sünden sind. Ansonsten, tja, ich weiß ja nicht. Dieser Eloy hat bestimmt schon so ein bisschen gesündigt mit seinen Wucherpreisen. Denn wie sagt schon die Bibel, du sollst nicht wuchern deines Nächsten. Was ist, Kleiner? Setz dich und bete. Naja, das scheint ja keine Sünde zu sein. Hier sündigt nämlich niemand. Singt, singt, singt. Gazing. Basinga. Basinga. Da habe ich den Gag richtig getroffen. Gut, das war ein sehr notwendiges Gebäude. Und es ist doch immer nicht Tag. Und mit etwas Pech funktioniert der Tag-Nacht-Wechsel nur, solange wir draußen hier im Dorf sind. Hallo, ich muss mich ausrüsten, weil ich ein Drachenamulett holen soll, das, ja, ich weiß auch nicht, was ich damit soll. Papa hat's gesagt, ich hinterfrag das nicht. Ich bin ein Kind, ich mach, was meine Eltern sagen. Hey Kleiner, Waffen sind noch nichts für dich, aber wie wär's mit einem Taschenmesser? Das definitiv keine Waffe ist. Nur 10 GM, ja, wie passend, danke. Hier, dein Messer, pass auf, dass du dich nicht schneidest. Vielleicht, weil's eine Waffe ist. Taschenmesser erhalten. Ich sollte mein Gepäck prüfen. Ich kann sprechen. Ich hätte mich vielleicht auch automatisch ausrüsten können, weil so eine Funktion existiert. So, spielt ihr mal weiter Widder. Schlagt euch das Gehirn aus dem Schädel. So, ich bin ausgerüstet. Danke für deine Nicht-Unterstützung. Bring mir 45 GM. Woher ist mir doch egal. Muhahaha. Ja, auf geht's. Achtung, nicht zu nah an den Sumpf treten. Das soll ein Sumpf sein? Also mal abgesehen davon, dass ich hier nicht das Geringste erkenne. Und ihr werdet euch vielleicht fragen, warum habe ich das gerade so komisch betont? Weil ich gerade erst aufgestanden bin und meine Stimme noch nicht ganz unter Kontrolle habe. Ich glaube, wir gehen einfach. Also nicht, dass wir die Außenwelt besser sehen können, aber wir gehen einfach. Ich sehe nichts! Es ist dunkel wie in einem Bärenarsch zum Vollmond. Oder besser zur Sonnenfinsternis. Wald. Klingt gut. Hier sieht man wenigstens was. Der Nebel leuchtet nämlich oder so. Also dann schicken wir mal das Kind mit dem Taschenmesser und der Nebel lugt nicht richtig. Mit einem Taschenmesser auf dem Vulkan, wo wahrscheinlich Monster sind, weil man muss sich ja ausrüsten, damit man nicht Gefahr läuft, in die Situation zu kommen, vielleicht mal irgendwas zu schnitzen. Krater. Aha. Ist das der Vulkan? Nee, es ist eine Höhle. Ich sehe mir später nochmal an, was hier überhaupt passiert ist. Moment. Jetzt sind wir plötzlich an einem Krater. Ich habe das Gefühl, wir überspringen momentan alles. Der große Krater. Meteoriteneinschlag. Größe? 38 Fuß Breite, West... Ja, genau hier brauchte man ja automatische Messageboxen und eine Eidechse. Die hat den Eid geschworen, denn niemand in dieser Welt sündet.
Da haben wir ihn aber gut attackiert. Wenigstens sind sie besiegbar, das heißt, wir sind hier irgendwie richtig. Das sind bloß halt Random Encounter, die hoffentlich nicht allzu oft vorkommen. Ich bin ein Kind, ich töte Echsen. Ist okay, ist ja ein Rollenspiel. Aber wer hat denn hier die Holzplanken in den Boden eingelassen? Und mitten im Krater ist nochmal eine Höhle? Das ist doch alles kein Vulkan! Das sind Vulkan-Teilsets, aber... Was machen wir hier? Geben die irgendwie Geld? Das wäre super. Nee, der Entwickler hat daran gedacht, dass die Monster Geld droppen könnten. Hat es ihnen einfach weggenommen. Ansonsten könnten wir uns hier nämlich sehr schön nicht nur hochleveln, sondern auch noch das Geld ganz wunderbar bekommen. Nee, man kann sich nicht mal hochleveln. Es gibt nämlich keine Belohnung, keine Erfahrungspunkte, kein Geld, keine Items, kein rein gar nichts. Und was ist denn das wieder für ein Mapping? Mich hatte schon der Wald mit seiner Wegverlängerungsspirale etwas irritiert. Ich habe das Gefühl, wir verlassen gleich den Kontinent, so weit wie das ist. Warum wird überhaupt das Kind losgeschickt? Warum kann das nicht irgendwer anders machen, zum Beispiel Mutter? Ich bin ein fucking Kind! Und das ist immer noch die Vorgeschichte. Und mir wird noch immer nichts erzählt. Die Vorgeschichte ist noch immer, Papa möchte, dass wir das Medaillon von Schieß mich tot bekommen. Und dazu müssen wir Geld besorgen. Was für eine krasse Vorgeschichte. Ich habe noch nie was Krasseres gehört. Oder gelesen. Oder gespielt. Da fließt richtig viel Herzblut rein. Und da kann ich richtig mitfiebern. Ja, endlich! Mist, die Tür greift uns an. Sie schmeißt mit Eidechsen nach uns. Ich glaube, das ist der Vulkan. Gut, dass er als solcher auch gekennzeichnet wurde. Ist doch klar, war doch von vornherein ersichtlich, dass man nicht speichern kann. War von vornherein ersichtlich, dass man in einen Vulkan gelangt, wenn man durch eine Höhle in einen Krater geht. Und ich habe noch immer nichts von dem ganzen Zeug gesehen, das hier angeblich überall herumliegen soll. Aber vielleicht ist es auch gar nicht der Vulkan. Vielleicht irre ich mich auch einfach. Vielleicht irrt ihr euch einfach nur. Vielleicht ist euer ganzes Leben eine riesengroße Lüge. Und warum sind die Random Encounter hier so hoch eingestellt? Wie komme ich da wohl rüber? Ich glaube, ich sollte springen über die Lava. Und... Gut. Puh, ziemlich weit. Das war ja echt kompliziert. Was? Dieses Skelett trägt eine Krone. Es war... Hier liegt ja ein wunderschöner Rubin. Den nehme ich mit. Vielleicht reicht das ja, um Eloy zu bezahlen. Grünen Rubin erhalten. Dann ist das ein Smaragd. Nein, nein, der ist so absonderlich, dass er ganz besonders viel Geld einbringt. Denn Rubine sollten normalerweise rot sein, aber wenn er grün ist, ist er ganz besonders wertvoll. Dann ist es immer noch ein Smaragd. Spielverderber! Wahrscheinlich war dies einmal einer der Regenten von einem Volk, das hier im Krater gelebt hat. Woher kenne ich das Wort Regent? Allerdings ist es irgendwo das Mittelalter. Warum sollte ich da wieder hin? Das wäre, wenn wir jetzt nichts mitgenommen hätten. Wäre die Abfrage immer noch okay? Ich weiß es nicht. Ich will ja nicht ungehobelt sein oder irgendwie frech wirken, aber wurde das getestspielt und sich dann so gedacht, jupp! Das ist genau die Art der Unterhaltung, die ich mir so denke. So ein langer Weg, wo man einfach Random Encounter reinhaut. Das ist das, was ich mir und der Spielspaß vorstelle, wenn ich ein Spiel spiele, wenn ich mir ein Spiel kaufe. Ja, dann möchte ich genau das auch in meinem Spiel sehen. Ach, die ganze... Die ganzen Möglichkeiten, die man mit dem RPG-Maker halt hat, die unendlichen Möglichkeiten innerhalb der Grenzen des RPG-Makers, die ziemlich hoch sind, das ist die Krone des Designs. Ein langer Weg mit Random Encountern und keinerlei Storytelling. Denn wisst ihr, Storytelling und Game Design, das ist an den RPG-Maker gebunden. Man kann keine Geschichte erzählen mit dem RPG-Maker. Da braucht man schon eine Unreal Engine. Ansonsten funktioniert das ja gar nicht.
ich bezweifle jetzt mal, dass es hier nochmal irgendwas gibt. Denn bislang konnte man mit nichts interagieren. Bislang war nichts Interessantes zu sehen. Daher gehe ich einfach mal davon aus, dass bis auf Schildchen und NPCs es sich einfach nicht lohnt, mit irgendwas zu interagieren oder zumindest zu versuchen. Gut, gehen wir weiter. Das ist ein abgeschnittener Baum. Aber wir haben ja hier auch noch die sagenumwobene Höhle. Die Ruinen sind... Ich darf hier nicht alleine spielen. Aber im Vulkan ist das völlig okay. Ich habe ein Taschenmesser. Was? Hier habt ihr euer Gold. Nun werdet ihr meine Familie nicht mehr bedrohen. Ihr habt es versprochen. Ich bin nun noch reicher. Ja, das ist irgendwo klar, wenn man Geld erhält. Ja, stimmt. Ach ja, und übrigens, ich habe gelogen. Oh nein. Und nun ins Dorf. Und alle abgeschlachtet. Es wäre natürlich schlauer gewesen, ihn einfach später wieder zu erpressen, damit er noch reicher ist, denn es scheint ihm ja wichtig zu sein. Aber er ist ein Bösewicht und die haben halt Einwegpläne. Vater! Tja, das ist ein Ding. Ryu, geh zu deiner Mutter. Eines Tages wirst du die Macht in dir erkennen. Ja, einen schönen Tag noch wünsche ich dir. Schreib mir mal. Ja, okay, das ist passiert. Hm? Cooles Storytelling. Ich bin begeistert. Ach nö, jetzt ist Vater schon wieder in die Anderswelt übergegangen. Oh, das soll er doch nicht machen. Er sollte zumindest Mutti Bescheid sagen. Warum ist es jetzt schon wieder dunkel? Ach, lecko mio. Ach, so ein Glück, dankeschön. Gut, dass hier jemand nicht aufgepasst hat. Oh nein, wir kehren in ein Dorf zurück und dann... Okay. Wir kehren ins Dorf zurück und irgendwie steht alles zumindest akustisch in Flammen. Nein. Nein. Nein, gibt's noch irgendwas zu looten? Tote Leute brauchen nämlich nichts. Nein, leider nicht. Vielleicht sind sie auch gar nicht tot. Wo sind die Leute hin? Die sind einfach verschwunden. Oh nein, der Unhold hat das Aktmuseum geschlossen. Der Schurke. Och, Tote, na endlich. Ich wusste zuerst nicht, woran ich bin, doch nun weiß ich es. Ryu, hol das Amulett von Eloy. Du meinst das Amulett von Eloy holen? Ja, nicht so episch betont. Und geh zu der Höhle im Norden. Ich kann dich nicht mehr beschützen. Sie wollten dich. Bye, Mom. Oh nein, jetzt können wir nicht in unser Zimmer zurück. Das ist das Allergrausamste. Da hätte man nämlich noch ein kaputtes Zimmer mappen müssen. Das geht halt nicht. Oh, da ist noch ein toter Bauer und da überlappen sich mehrere Soundeffekte. Klingt das angenehm. Das ist nicht zu einsammeln. Okay, was auch immer der schurkische Schurke hier gemacht hat. Er war zumindest schlau genug. Oh. Er war zumindest schlau genug, noch Geld von uns zu erpressen, bevor er alles zerstörte. Der schlaue Fuchs. Verdammt, das schöne Dorf. Ich muss mein anderes suchen. Das ist das allergrößte Problem. Ach ja. Ist der Rubin für mich? Wow. Super, Kleiner. Danke. Hier ist das Amulett. Ciao. Das ist ein Smaragd. Amulett erhalten. Was macht denn dieses Amulett des Drachen? Das soll ich Mumm geben. Das ist eventuell nicht mehr notwendig, denn so viel Mumm hat Mom nicht mehr. Aber vielleicht freut sie sich ja drüber. Wenn das steht, wir sollen es tun, werde ich es auch tun. Mutter! Mutter! Tja, damit ist meine Quest wohl arg gefährdet, denn ich kann meine Quest nicht mehr erfüllen. Wie blöd. Na, dann gehen wir mal wieder in die Höhle, wo wir uns doch jetzt alleine hinbegeben dürfen, denn Mutter hat's ja so gesagt. Und zurücknehmen kann sie es jetzt auch nicht mehr. Kann man den Wesens auf der Overworld speichern? Ja, danke schön. Das haben wir schon länger nicht mehr gemacht. Das Spiel hätte uns das auch kommunizieren können oder wir hätten es einfach ausprobieren können. Das ist ganz klar, aber das Spiel kommuniziert im Allgemeinen überhaupt nicht. Hey, hier ist eine Quest. Okay. Tschüss, Ende. Nix weiter. Nicht mal wirklich. Oh, hier ist eine Quest. K-
keine Erklärung und das ist creepy. Hä? Oh, es ist Cloud. 14 Jahre später, wir sind Cloud.